so ein Zugehörigkeitsgefühl, was dann ja auch darüber entsteht, dass wir also sehen, okay, wir sind halt hier unten, die da oben. Warum nicht halt Banken kritisieren? So, das ist halt fucking wichtig. Das Banksystem ist ja halt ein relevanter Teil des kapitalistischen Systems, was man halt auch angreifen muss. Und man kann halt auch sich einzelne Bereiche aus diesem System herausnehmen und dann spezialisiert dazu Kämpfe führen. Es wird uns ja auch beigebracht, eben nicht systemisch zu denken, sondern zu denken in der Idee von eben einzelnen Schuldigen, die das verursachen. Da finde ich dann auch diesen Vorwurf angebracht, wenn man es erstmal analytisch feststellt, dass das strukturell eben diesen Mustern des modernen Antisemitismus folgt. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Heute in der 71. Folge sprechen wir über verkürzte Kapitalismuskritik. Diese Zusammensetzung von Wörtern ist ja nun mal etwas, was einem häufiger über den Weg läuft, wenn man sich in linken Kreisen aufhält. Und wir wollen dem Ganzen heute mal so ein bisschen in einer kürzeren Folge auf den Zahn fühlen, sowohl wo es vielleicht auch angebracht ist, das Thema mal zu thematisieren, als auch wo wir sagen würden, dass es einfach nur eine Attitüde ist, die halt von Linken genommen wird, um sich zu erheben und sich irgendwie als etwas Besseres darzustellen und andere Leute abzuwerten, wo wir es eben nicht sinnvoll finden. Ich denke, wir reden nicht lange um den heißen Brei herum, sondern fangen wie immer mit der Kritik an und starten dann direkt in der Fragestellung, wo wir denken, dass es also oftmals komisch, schwierig oder kritisch zu sehen ist, wenn dieser Begriff benutzt wird oder das als Kritik in den Raum geworfen wird gegenüber anderen Menschen. Ja, ich würde sagen, bei wo es nicht angebracht ist, vermengt sich das ja auch so ein bisschen mit was es nicht ist, aber ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass das ein und dasselbe in dem Fall sein muss. Und wo ich es persönlich schon häufig mitbekommen habe, wo ich mir dachte, oh, das ist doch jetzt wirklich hier nicht der Fall, wo man darüber diskutieren sollte, ist einfach bei Gesprächen auf der Straße. Es ist ja nun mal so, dass wenn wir über Antikapitalismus als Haltung sprechen, ich glaube, wir haben auch noch gar nicht so viel über diesen Begriff überhaupt diskutiert, aber es gibt ja auch abseits von eben, wie wir Kapitalismus kritisieren würden, auch einfach eine sehr starke antikapitalistische Haltung, dass man irgendwie etwas gegen den Kapitalismus hat, ohne das jetzt weiter groß mit Inhalt füllen zu wollen. Und ich glaube, das ist eine Haltung, die finden wir eigentlich sehr häufig auch in der Gesellschaft wieder. Das haben wir auch in anderen Folgen schon mal angesprochen. Und eigentlich ist es ja auch eine Position, an die wir sehr gut anschließen können. Ich meine, wie viele Leute kennt man, die einfach nur ein jetzt nicht analytisch ausformuliertes Problem damit haben, dass ja der Norden, der Westen, den ärmeren Ländern irgendwie Butter vom Brot stiehlt, nach Öl da bohrt und die Leute vor Ort ausbeutet. Und wie viele Leute haben ein abstraktes Problem damit, dass irgendwie nehmen die Reichen uns ja schon ganz viel weg und bereichern sich die ganze Zeit und Lobbyisten beeinflussen den Bundestag. Wenn man das so hört, kann man natürlich jetzt schon die ganze Zeit auch als geschulter Linker dann irgendwie feststellen, hu, das ist ja alles irgendwie nicht richtig erklärt und da gibt's ziemlich viel Probleme mit. Und man kann ja auch erstmal einfach feststellen, das, was die Leute da ausformulieren, ist vielleicht moralisch formuliert, ist vielleicht nicht genau korrekt, wenn es darum geht, den Kapitalismus als Phänomen oder eher als System zu fassen. Aber nichtsdestotrotz ist das doch eine Position, wo wir erstmal anschließen könnten. Wenn es da um verkürzte Kapitalismuskritik geht, würde ich mir doch erstmal wünschen, dass wir da eigentlich eher in die Position kommen. Wir nehmen erstmal dieses Grundgefühl, weil das ist für mich Antikapitalismus als Haltung sehr häufig. Es ist erstmal ein allgemeines Gefühl von Unwohlsein, von der Existenz, von auch Teil des Systems des Kapitalismus zu sein. Und das sollten wir doch erstmal aufnehmen und nicht direkt erstmal mit erhobenem Zeigefinger und dann da rauspicken, naja, wo versteckt sich jetzt hier der reaktionäre Kern? Ja, vor allen Dingen, weil ich auch sagen würde, dass es gar nicht so unerhebliche Teile von der Linken gibt, die selber ein sehr großes Bauchgefühl eher zum Kapitalismus haben und sehr wenig Verständnis darüber hegen, wie die Zusammenhänge eigentlich sind und wie man sie analysieren kann. Und auch darüber hinausgehend ja ein sehr, sehr starkes Moralgefüge letztendlich an den Tag weist. Also dass es eben in ganz vielen Bereichen so ein moralisches Verständnis davon gibt, wie die Dinge zu laufen haben und wie
eben nicht. Und das spielt, denke ich, auch schon auch in dieser Frage auch wieder eine Rolle, weil es geht ja dann letztendlich nicht darum, dass man in ganz vielen Gesprächen auf der Straße, wie du das auch beschrieben hast, jetzt direkt den reaktionären Charakter eines Menschen dann darin ergründen kann, wenn er solche, in Anführungsstrichen, erstmal verkürzte Sachen sagt, sondern es geht ja erstmal dann darum, dass halt ja so eine Art Beißreflex sich dann bei uns auslöst, dass wir dann eben sagen, wow, das ist halt irgendwie potenziell gefährlich und dann halt eben uns halt mit unserer Moral und unserem vermeintlichen Wissen, dass wir es jetzt durchblickt haben oder so, uns dann da gegenüber anderen zu erheben. Und ich glaube, das hat dann eben, ja, das ist ja so eine Kritik, die wir eben häufig auch formuliert haben an verschiedenen Stellen, ganz viel damit zu tun, dass wir also uns als was Besseres probieren darzustellen und dann den Leuten zu erklären, wie das denn nun mal ist und wie nicht. Ja, und ich finde, was man da auch immer bedenken muss, ist, dass die Leute, genauso wie wir, die wir auf der Straße treffen, im Endeffekt haben sie ja eigentlich keine großartig andere Sozialisierung durchgemacht, haben wir alle einfach unser ganzes Leben im Kapitalismus verbracht, haben unser ganzes Leben eben mit dem, wie dort Wert zugeschrieben wird, verbracht. Ja, und dieser ganze Themenkomplex zu der Frage von Wert haben wir ja auch schon mal in einer Folge zu revolutionärem Selbstbewusstsein besprochen, wo es dann auch eben darum geht, wie wird Wert eben im Kapitalismus dem Individuum zugeschrieben und wie wird überhaupt dieses Individuum dann eben aufgebaut und wie werden die einzelnen Anteile dann da charakterisiert. Und ich finde, deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass sich Antikapitalismus von den ganz normalen Leuten dann erstmal so äußert, dass es eben dann häufig darum geht, den eigenen Wert eben über die Arbeit, diesem ganzen abstrakten Bums dann entgegenzustellen und zu sagen, ja, ich schaffe doch hier wirklich Wert und der Manager, die Banken, was machen die denn überhaupt, was tragen die zu unserer Gesellschaft bei? Und dann natürlich eben auch aus einer Sozialisation in einer Staatengesellschaft dann auch erstmal natürlich diese staatliche Gesellschaft dann vielleicht dem entgegenstellt und dann sagt, ja, das sind doch im Endeffekt hier, die schaden uns doch nur und wir sind doch hier, wir schaffen den Wert, wir machen hier diese Gesellschaft, diese staatliche Gesellschaft. Und natürlich kann man dann auch sagen, und es stimmt ja auch, dass sich daraus, wie wir gleich sehen werden, verschiedene reaktionäre Positionen raus ableiten lassen und das auch immer wieder von reaktionären oder faschistischen Kräften aufgegriffen wird. Aber erstmal ist es doch eine komplett natürliche Reaktion von der eigenen Position in der Welt und von der eigenen Sozialisation, so seinen Antikapitalismus auszuformulieren. Da einfach nur immer mit dem Hammer draufzuhauen und zu schauen, wie kann ich jetzt hier den antisemitischen reaktionären Kern finden, wo steckt da das Problem drin, das wird uns nicht weiterführen, dafür zu sorgen, dass eben da es eine analytischere und umfassendere Position gibt, sondern da müssen wir eigentlich anschließen und da müssen wir gucken, wie können wir eigentlich diese riesige bewegungstechnische Ressource und diese riesige bewegungstechnische Chance von diesem antikapitalistischen Grundgefühl in vielen Kreisen auch der deutschen Gesellschaft aufgreifen und das eben in eine emanzipatorische Richtung bringen. Vor allen Dingen, weil ich eben auch denke, dass es nun mal, um nur noch einen Schritt tiefer in diese Frage zu gehen, die du ja angeteasert hast, dass das eben etwas ist, was ja uns eigentlich erstmal einen Zugang auch ermöglicht und einen Ausgangspunkt ermöglicht, wo es auch Gemeinsamkeiten gibt. Ich denke mir halt auch immer, wenn Leute halt eher nach oben gucken, wenn Leute eher gegen die Bonzen, gegen die Banken, gegen was weiß ich halt schielen, dann gucken sie auch tendenziell weniger nach unten. Und das ist auf jeden Fall erstmal ein guter Ausgangspunkt, dass die Leute halt nach oben treten wollen und nicht nach unten treten. Und das ist doch was, was man auch bestärken kann. Und das ist auch was, was ich immer auf einer natürlich auch populistischen Ebene dann irgendwo in Gesprächen auch bestärke, weil oftmals ist es ja auch so, dass du jetzt nicht in der Nachbarschaft oder so da stundenlange Diskussionen führst oder so, sondern so oftmals sind das ja auch einfach kurze Gespräche, die man dann halt mal im Kiosk hat, die man mal dort und da hat und dann eben so ein bisschen tagesaktuelle Ereignisse kommentiert. Und da ist es halt nun mal auch nicht möglich, jetzt immer die tiefgreifendste, das tiefgreifendste Verständnis zu vermitteln oder sonst irgendwas. Und da ist es natürlich auch oft mal so, dass man einfach sagt, ja, hier die scheiß Bonzen oder was, die profitieren halt jetzt hier von der Krise und wir müssen halt drunter leiden, so. Wo ist das scheiß Problem? Also das ist ja auch eine Verbundenheit, die man da halt innerhalb von der Klasse halt untereinander halt auch schafft und so ein Zugehörigkeitsgefühl, was dann ja auch darüber entsteht, dass wir also sehen, okay, wir sind halt hier unten, die da oben, das ist ja auch etwas, was so erstmal eine gewisse Grundpositivität für mich auch hat irgendwo. Ja, neben diesem allgemeinen Vorwurf, der eben in so tagesaktuellen Gesprächen mit Leuten auf der Straße passiert, habe ich es auch
sonst vor allem eben in der historischen Entwicklung sehr stark in meiner eigenen Politisierung wahrgenommen als eine Kritik von diesen großen Antiglobalisierungsbewegungen. Das ist wirklich so das, wo ich am häufigsten eben Kritiken an verkürzter Kapitalismuskritik mitbekommen habe, war eben, als es diese großen Antiglobalisierungsbewegungen eben Anfang 2000er Jahre bis hin dann eben 2010er mitbekommen habe, dass es eben gegen Attac ging, gegen diese ganzen G7, G8 Proteste und darüber hinaus dann eben noch in Richtung von so Anti-TTIP-Sachen und sowas, dass es da eben diese starke Kritik gegenüber der Kapitalismuskritik oder des Antikapitalismus, der da vorgebracht wurde, gab. Aber auch da habe ich es immer sehr zwiegespalten wahrgenommen. Auf der einen Seite stimmt es natürlich, dass all diese Bewegungen einen gewissen Anteil an einer reaktionären Kapitalismuskritik auch hatten und auch einfach einen liberalen Antikapitalismus teilweise vertreten haben. Aber nichtsdestotrotz war ich auf eine andere Art und Weise immer sehr glücklich, dass es eben vor allem aus einem sehr diversen Milieu, was ja im Endeffekt so einen guten Teil von der Gesellschaft dargestellt hat, der eben jetzt nicht direkt aus stark marginalisierten Communities kam oder aus einer explizit kommunistischen oder anarchistischen Bewegung, die einfach auf die Straße gegangen sind, also vor allem dieses liberale untere Mittelschicht, Mittelschichtsmilieu, was dann eben auf die Straße eine antikapitalistische Bewegung getragen hat. Das ist auch was ich einfach nicht mehr so stark wahrnehme, vor allem eine, die gar nicht so stark gebunden ist direkt an die Klimafrage. Ich habe das Gefühl, dass diese Lücke jetzt vor allem eben Klimabewegungen übernommen haben, aber so eine wirklich antikapitalistische Bewegung wie da, eben aus dieser Antiglobalisierungsbewegung, das gibt's ja eigentlich nicht mehr. Zumindest so, wie ich das mitbekommen habe. Und ich denke, auch da hätte man, das führt vielleicht jetzt so als Bewegungsdebatte dann zu weit, aber ich glaube, auch da hätte man viel mehr Chancen nutzen können und sich nicht so stark auf eben Kritik von wegen Antisemitismus, Krakenbilder und irgendwas gegen die Banker deswegen problematisch stürzen sollen. Ja, das geht ja auch so weit, dass es dann ja als ein Beispiel, wo es diese Proteste gegen die EZB gab, wo es also explizit aus so einer linksradikalen Perspektive eigentlich eine Mobilisierung gegen die EZB-Eröffnung in Frankfurt gab, wo es ja eine für linke Verhältnisse eben eine ziemlich breite Mobilisierung gab, die auch dann punktuelle Anschluss gefunden hat und auch so ein bisschen Ausschreitungen und alles Mögliche. Da stand ja auch richtig krass in der Kritik, einfach nur, weil man halt eine Bank als Ausgangspunkt für seine Kritik nimmt. Das ist ja schon grundsätzlich gefährlich. Also wenn man eine Bank anfängt zu kritisieren, dann verkürzt man das ja auf das Bankwesen, auf irgendwie Zinswesen oder sonst irgendwas, obwohl das jetzt gar nicht... Klar, sicherlich kann man dann in diesen Aufrufen von den Gruppen damals, konnte man sicherlich auch irgendwelche Sachen ablesen, die jetzt nicht 100% ausformuliert waren und ganz toll, aber letztendlich ist es ja so eine Elfenbeinturm-Debatte. Weil ganz offensichtlich ist doch halt die EZB genau für diesen Bauch-Antikapitalismus, der auch in der Gesellschaft vorherrscht, erstmal ein total guter Anschlusspunkt, um deine Kritik auch daran zu eröffnen und die auch weiterzuziehen und auch über das Banksystem zu ziehen, was ja durchaus auch da damals gemacht wurde. Und vor allen Dingen, warum nicht halt Banken kritisieren? So, das ist halt fucking wichtig. Das Banksystem ist ja halt ein relevanter Teil des kapitalistischen Systems, was man halt auch angreifen muss. Und man kann halt auch sich einzelne Bereiche aus diesem System herausnehmen und dann spezialisiert dazu Kämpfe führen. Man muss halt nicht immer das große Ganze, immer die große Revolution und das große, ja, es ist halt mit dem Game immer nur und es sind nicht die Player und so, klar, sind es auch die Player. Es sind natürlich auch Einzelpersonen und es sind auch Chefetagen, die das Problem sind. Das ist halt auch was mich so aufregt, dann noch zusätzlich zu dieser ganzen Bankfrage ist dann ja auch wirklich, das ist mittlerweile besser geworden, weil halt auch diese ganze Klassendiskussion wieder mehr dazugekommen ist. Aber es gab halt echt Zeiten, wo du gar nicht sagen durftest, dass halt die Chefetagen und die Bosse, dass das halt irgendwie ein Problem ist, weil die sind ja alle austauschbar und das ist ja völlig egal, wer da ist und so weiter. Ja, stimmt auch, aber trotzdem existieren diese Personen, trotzdem sind das halt Teile der herrschenden Klasse, die halt aktiv diese Politik gegen uns vorantreiben, die halt die Gesellschaft neoliberal verunstalten etc. ppp. Also das kann man noch thematisieren und kritisieren. Also wo ist das Problem? Mein Problem ist, dass das gerade alles ziemlich verkürzt war. Ja, aber das ist ja im Endeffekt auch eins der großen Probleme eben von partikularen Kämpfen, also Kämpfen, die sich mit einer bestimmten Sache, einem konkreten Vorfall oder einer konkreten Situation oder Struktur beschäftigen
und wie können wir gleichzeitig eben diesen universalistischen Charakter davon wahren. Aber da muss man ja wirklich mal sagen, diese rein universalen Kämpfe, wo wir nicht irgendwie an einem konkreten Beispiel kämpfen, die wird's so nie geben, außer es kommt irgendwann mal zur großen Weltrevolution. Es wird immer irgendwo Reibungspunkte und Knackpunkte geben, wo man sagen kann, jetzt schießt man sich zu sehr darauf ein und es wird irgendwie etwas verkürzt. Aber es ist nun mal so, einfach nur ein, und da muss man tatsächlich wieder sagen, das ist dann verkürzter Aktivismus gegen den Kapitalismus, einfach nur ein gegen das System irgendwie eine antikapitalistische Demo. Ja, dann kommt sowas dabei raus wie einfach irgendwelche antideutschen Szene-Demos, die durch die Stadt ziehen und irgendwie für den Kommunismus, gegen Antisemitismus, einfach nur das mal herausposaunen, weil alles andere irgendwo an einem konkreten Kampf teilnehmen, das wäre ja verkürzt und reaktionär. Aber das Problem ist, dass es nur so funktioniert. Man muss eben die Komplexität von diesen ganzen Sachen reduzieren. Man muss sich eben ein konkretes Beispiel nehmen, um mit den Leuten, die davon betroffen sind, zu kämpfen. Weil das ist das Problem. Der Kapitalismus ist nun mal in seinem System, in seiner Totalität zu abstrakt, als dass man einfach sagen kann, hier, ich stelle mich jetzt auf die Straße und ich mache was gegen den Kapitalismus. Weil ich glaube, gerade dann verfällt man irgendwann auch wieder in verkürzte Muster und personifiziert das. Weil ja, woran soll man sich denn aufhängen? Einfach nur nach draußen gehen und rausschreien, wie scheiße diese Welt ist, wie scheiße sie organisiert ist. Und ja, dass man von der eigenen Ohnmacht und dieser ganzen Abstraktheit sich erdrückt fühlt und nichts machen kann. Ja, was ist das denn für eine Wut? Was ist das für ein Aktivismus? So funktioniert das nicht. Und deswegen müssen wir uns darauf einlassen. Und wir müssen eben, so gut es geht, versuchen, in all diesen Kämpfen diese Totalität mitzudenken und auch in diesen Kämpfen weiterhin unsere Analyse von dem Ganzen und auch die Analyse aller Personen um uns herum schärfen. Aber wir müssen uns darauf einlassen, auch mal uns der Gefahr auszusetzen, verkürzt und personifiziert zu kämpfen, weil anders geht es nun mal nicht. Und um das nochmal so allgemeiner ein bisschen runterzubrechen und auch zu übertragen, nicht nur auf so diesen Kapitalismus, verkürzte Kapitalismuskritik-Geschichte, das ist ja allgemeines Problem, dass man ständig vor diesen Fragen steht, dass man jetzt irgendwas verkürzt wiedergibt. Also wie viele Debatten ich halt alleine selber geführt habe oder führen musste um irgendwelche Transpi-Sprüche, wo dann immer wieder das Argument kam, ja, das ist halt irgendwie verkürzt oder das ist halt die nicht gut genug wiedergegeben und so weiter. Ja, es ist halt ein scheiß Transpi. Wir können halt auf einem Transparent nur mal keinen Kapitalband drucken, sondern das muss halt eben irgendein flotter Spruch sein, der halt auch Leute verständlich macht. Und das ist halt die eine Sache, ne, wo dann einfach dieses Klischee über, ja, die Linken, die halt in ihrem eigenen Saft kochen und alles immer ultra kompliziert ausdrücken und ganz intellektuell und bla bla bla, dann, dass immer dieser Habitus man halt vor sich hertragen muss und dem er auch immer irgendwie entsprechen muss. Aber auf der anderen Seite ist es dann halt auch möglich, irgendwelche Transpis à la, wo man einfach nur draufschreibt, Kavumms oder Koks und Kotz im Kommunismus oder so, was es ja auch alles schon in der Öffentlichkeit auf linken Demonstrationen gab, so. Also, irgendwas in der Mitte wäre halt ganz geil. Ja, wo das Wort Antisemitismus jetzt schon ein paar Mal gefallen ist, müssen wir natürlich auch darüber mal reden. Ist ja ein Thema, was wir sowieso kaum behandelt haben bisher in unserem Podcast, was wir sicherlich nochmal auch nachholen werden zu einem späteren Zeitpunkt. Aber ja, Antisemitismus ist dann ja auch eine ganz zentrale Begrifflichkeit, wenn es eben um diese verkürzte Kapitalismuskritik gibt, weil dann eben gesagt wird, okay, das ist so strukturell antisemitisch, wenn man eben diese Personalisierung betreibt und dann ganz oft ist das halt auch irgendwie verbunden mit, dass das halt gegen jüdische Personen geht, die halt eben dann zum Beispiel an der Spitze von irgendwelchen Bankwesen stehen und das ist natürlich jetzt nicht irgendwie komplett aus dem Arsch gezogen, also natürlich ist da auch was dran, es gibt natürlich diese Verschwörungserzählungen, die dann eben explizit so gemünzt sind, wo dann eben natürlich nicht eins zu eins gesagt wird, ja, die Juden, sondern eben das Großkapital und so weiter und so fort. Natürlich existiert das alles, aber es gibt halt so eine allgemeine Verdächtigung von Hans-Peter von nebenan, wenn er halt so einen Spruch drückt. Und das ist halt einfach Bullshit. So, man muss dann halt natürlich auch ganz klar differenzieren und sich das angucken. Wer sagt das? Aus welcher Beweggründen sagt das eine Person? Und ist das jetzt eine Person, die eh schon eingebunden ist in Verschwörungskreise, wo eine Person eh schon drin ideologisiert und organisiert ist und vielleicht sogar publizistisch tätig ist, da drin aktiv ist, dann ist das ja vielleicht nochmal was anderes, wo man dann nochmal ein bisschen genauer hingucken muss und nochmal vielleicht in einem Gespräch das auch ja herausfinden kann, wie eine Person das dann halt meint. Aber ich habe jetzt halt wirklich nicht die Anfangsverdächtigung, wenn jetzt irgendwer von den scheiß Bankern spricht, dass der Typ halt ein Antisemit ist oder so.
Ja, da sind wir ja auch wieder bei dem Problem, was wir im Endeffekt am Anfang aufgegriffen haben. Was ich vielleicht auch nochmal um diesen ganzen Punkt mit den Schuldigen ergänzen möchte. Weil ich hatte das ja so ein bisschen aufgemacht, dass es eben logisch ist, dass man dann aus der eigenen Sozialisierung eben, was man eben als positiv behaftete Sachen, den ganzen negativen Aspekten des Kapitalismus entgegenstellt. Aber es ist ja auch umgekehrt so, dass es einfach sehr logisch ist, dass man mit dem, was man so mitgebracht bekommt, auch einfach Schuldige ausmachen möchte. Weil wenn wir uns anschauen, wie wird medial alles aufgearbeitet, wie sprechen wir medial eben über Probleme in der Politik, wie sprechen wir medial über die Staaten, die auf der Welt Unheil säen. Da haben wir ja auch schon über die mediale Darstellung von Russland gesprochen, wie beispielsweise das China-Bild ist oder wie generell immer mit Feindbildern von bestimmten Staaten und Politikern gearbeitet wird. Wenn etwas in der BRD eben falsch läuft, dass es wirtschaftlich den Bach runtergeht, dass man eine schlechte Entscheidung bezüglich Energiepolitik gemacht hat oder dass irgendwelche blöden Gesetze beschlossen werden, da sind es ja immer einzelne Schuldige, die als die Negativen ausgemacht werden. Die sind verantwortlich dafür, dass es so scheiße ist. Es wird uns ja auch beigebracht, eben nicht systemisch zu denken, sondern zu denken in der Idee von eben einzelnen Schuldigen, die das verursachen. Und wenn man sich das weiter anguckt, wird es uns ja auch durch unser Rechtssystem beigebracht. Wenn irgendwo eine Straftat passiert, wenn Scheiße passiert, wenn jemand geschädigt ist, dann muss eben einer oder mehrere Schuldige ausgemacht werden können. Und es ist nie ein Problem, was darüber liegt. Und deswegen würde ich auch sagen, ist es auch in dem Fall logisch, dass eben Leute sich dann in der Welt umschauen, naja, wen kann ich jetzt dafür schuldig machen, wenn ich feststelle, puh, das mit dem Kapitalismus war wirtschaftlich, glaube ich, auch nicht so eine super Idee, dann muss ja irgendwer davon profitieren und da muss ja auch irgendwer ein Interesse haben, das aufrechtzuerhalten und den kann ich dann ausmachen. Und das ist erstmal eine Position, die würde ich nicht direkt eben einfach mit Antisemitismus gleichsetzen, so wie es so häufig passiert wird. Oh, ein Schuldiger wird ausgemacht oder wird irgendwas personifiziert in der Kritik, das ist Antisemitismus. Aber um mal auf unseren Punkt überzuleiten, nämlich wo ist es eigentlich angebracht oder vielleicht auch was ist diese verkürzte Kapitalismuskritik, es ist dann auch ein Punkt, der eben sehr anschlussfähig für antisemitische Positionen ist. Und da finde ich dann wiederum diesen Vorwurf eben gerechtfertigt. Umso wichtiger finde ich es, um da direkt einzuhaken, auch, dass man an dem Punkt dann auch nicht direkt Leuten von dem Kopf stößt, ne, sondern dass man eben dann an dem Punkt eben, das ist ja genau das Ding, dass wir an dem Punkt ansetzen müssen, dann versuchen, eine vernünftige Analyse und vernünftige Standpunkte damit dann zu verbinden und auch vielleicht, ja, bestimmte Tendenzen, die eben wirklich problematisch sind, dann auch zu hinterfragen und in einem Gespräch klarzumachen, dass vielleicht bestimmte Mythen, die dann auch Leute aufgesessen sind, eben zu hinterfragen. Das finde ich dann auch wichtig und das wäre dann auch ein wichtiger Punkt, wo eben so eine, genau, wir sind jetzt hier übergekommen zu den, wo das vielleicht angebracht ist, das zu sagen oder wo das halt wichtig ist, dass schon ein Punkt ist, den man auf dem Schirm haben sollte, auch in natürlich auch einem Straßengespräch und so weiter, dass man da so eine Sensibilität mitbringt und an gewissen Punkten, wo es halt eben auch sinnvoll ist, wo man eben auch dann Leuten nicht direkt mit der Tür ins Haus fällt, auch vielleicht probiert zu sensibilisieren für bestimmte Denkmuster, die halt auch gefährlich sein können, wie zum Beispiel antisemitische Denkmuster. Ja, und ich würde da, glaube ich, dann jetzt auch übergehen, sich dann zu fragen, woher kommt eigentlich eben dieser Vorwurf von strukturellem Antisemitismus, von verkürzter Kapitalismuskritik und wie viel steckt da eigentlich drin? Und ich würde sagen, man kann schon bei diesem Vorwurf von strukturellen Antisemitismus sagen, dass natürlich viel eben von dem, was wir gerade angesprochen haben, einfach anschlussfähig ist oder sich auch so in einem modernen Antisemitismus finden lässt. Ja, deswegen ist es auch, glaube ich, wichtig, dass wir innerhalb von revolutionärer Bewegung und von linken Strukturen auf jeden Fall eine Auseinandersetzung mit dieser Thematik haben, dass wir auf jeden Fall uns selbst damit schulen und bilden, was also die Hintergründe davon sein können und die Gefahren davon sein können. Da spricht ja überhaupt nichts dagegen und das ist ja auch wichtig, um davor selber gefeit zu sein. Und dafür möchte ich auch generell mal sprechen, dass es ja, und das scheint vielen Leuten wirklich schwer zu fallen, aber dass es ja durchaus auch zwei Ebenen geben sollte in unserer Praxis und in unserem Politikverständnis. Also, dass wir auf der einen Seite eben unsere revolutionären Strukturen haben, unsere Diskurse innerhalb der radikalen Linken haben und auf der anderen Seite eben
dem Punkt, wo wir also auf die sonstige Gesellschaft treffen und dort eben unsere Positionen verargumentieren. Da geht es jetzt nicht darum, sich halt zu verheimlichen oder sich selbst zu leugnen oder sonst wie. Es geht schon darum, in beiden Sphären letztendlich das auch zu sagen, was man immer sagt. Nur ist es schon die Frage des Wie und des Zeitpunkts und des Raumes dafür. Und das ist halt, glaube ich, etwas, was vielen Linken schwerfällt, weil sie dann eben in den eigenen Saft so ein bisschen kochen, in eigenen Gruppen so ein bisschen kochen, da sich viel eben um diese ganzen Fragen drehen. Und dann, wenn sie mal auf einer Demo oder in der Schule oder sonst irgendwo auf Leute treffen, wo sie dann mit diesen Erkenntnissen, die sie vielleicht innerhalb der Linken gewonnen haben, dann clasht das halt so zusammen und sie sind halt nicht mehr in der Lage, da ja vernünftig das argumentieren zu können oder sondern sind einfach nur noch so, ja, vor den Kopf stoßend eben. Und das ist, denke ich, etwas, was wir so ein bisschen auftrennen müssen und wo wir dann genau gucken müssen. Und dann kann das halt auch sehr wichtig sein, dass wir sowohl eine Sensibilität in dem alltäglichen Gespräch mit den Massen haben und auf der anderen Seite eben ein geschärftes Bewusstsein über diese Frage innerhalb der eigenen Strukturen und der eigenen Analyse. Ja, wie das eben nicht funktioniert, sieht man ja dann auch eben in der Auseinandersetzung mit so modernen Antisemitismus. Wenn wir uns das anschauen, und das ist ja wirklich etwas, was wir immer wieder mitbekommen, wenn es eben um die fehlende Fähigkeit geht, eben innerhalb von Bewegungen, innerhalb von unseren Communities, von unseren Vierteln eben Kritik zu formulieren, dass man sich dann vor allem daran aufhält, an einzelnen Aussagen oder einzelnen Bildern. Du hast ja auch schon ein paar Beispiele angesprochen, dass es dann eben um Transpi-Sprüche geht oder was wie vielleicht ein Flyer, der dann von irgendeiner Gruppe auf einer Demo verteilt wird, ausschaut oder dann vor allem eben das Beliebteste, die Bildersprache, irgendwer vergiftet, irgendwas, was wie ein Brunnen aussieht, irgendwo wird ein Krake langgetragen. Das war ja auch was, was wir beide so schön mitbekommen haben, mal bei G20 mit dem Linksjugendkraken, wo man sich natürlich auch fragen kann, gerade von der Linksjugend, was soll sowas, aber wo sich dann eben an solchen Bildern aufgehangen wird. Aber der tiefere Kern von dem Problem von eben, wie Kapitalismuskritik dann nicht aussehen sollte, wird ja nicht behandelt, weil du hast es am Anfang schon so ein bisschen anklingen lassen und ich würde es ein bisschen radikaler formulieren. Ich habe das Gefühl, dass ganz viele von den Leuten, die sich so in der radikalen Linken auch in ihren Gruppen sammeln, im Endeffekt auch einen verkürzten Antikapitalismus vertreten, nur ohne eben diese antisemitischen Tendenzen. Also dass man auch keine wirklich gescheite und vernünftige Analyse des Kapitalismus hat, sehr viel auch mit Moral arbeitet, aber eben einfach nur ein geschärftes Bewusstsein für eben antisemitische oder reaktionäre Kapitalismuskritik. Und da würde ich vielleicht dann erstmal jetzt darauf eingehen, wir haben das ja jetzt schon mehrfach angesprochen, was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Ab wann wird Kapitalismuskritik eben verkürzt? Ab wann ist das eben nah am Antisemitismus? Und das ist ja jetzt, das muss man dann auch wieder sagen, eben nur eine sehr kurze Abhandlung, die wir jetzt darüber geben können, weil wir ja auch, wie wir schon gesagt haben, sicherlich dann auch nochmal eine eigene Folge zum Thema Antisemitismus machen. Ich würde da eben sagen, dass moderner Antisemitismus eben anders als historischer, religiöser Antisemitismus vor allem über einen verkürzten Antikapitalismus funktioniert. Wenn wir uns das anschauen, ist eben das Bild, was mit den Juden verbunden wird, wofür dann eben jüdische Menschen verantwortlich gemacht werden, eben die negativen Aspekte des Kapitalismus. Und dort vor allem dann eben ein Fokus auf das, was als besonders abstrakt wahrgenommen wird. Aber allgemein kann man auch sagen, es sind all die Aspekte, die in der Gesellschaft eben als negative Entwicklung des Kapitalismus wahrgenommen werden. Und das sind dann eben vor allem natürlich Sachen, die mit dem Finanzkapital zusammenhängen, Krisen, die von ihm ausgelöst werden, diese ganzen unfassbar großen Summen von Geld, die dort verhandelt werden, natürlich auch das Reichtum schaffen für die Leute, die am Handel im Finanzkapital beteiligt sind. Teilweise geht das dann auch über an eine Kritik an Geld an sich, dass es dann verschiedene Verschwörungstheorien darüber gibt, dass eben jüdische Gemeinschaften oder einzelne wohlhabende jüdische Menschen dann das Geld erfunden haben und den Zins und dadurch dann eben überhaupt es von einem natürlichen Kapitalismus oder von einer natürlichen Marktwirtschaft dann eben diese Entwicklung hin zu Zinsgeschäften und Zinseszins gekommen ist. Bei all diesen negativen Aspekten, die dann eben mit jüdischen Einzelpersonen, mit jüdischen Gemeinden eben in Verbindung gebracht werden, wird natürlich auch immer was Positives gegenübergestellt. Und das ist dann eben diese positiv wahrgenommenen Aspekte des Kapitalismus,
die Arbeit, die schaffende Industrie, die Produktion für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft, das alles, was eben als natürlich wahrgenommen wird. Da können wir dann auch dran anschließen, an das, was wir am Anfang so ein bisschen besprochen haben, mit eben diesen ganzen Sachen, die natürlich einfach aus der Sozialisation in unserem System passieren. Dadurch, dass wir natürlich die ganze Zeit da drin leben, existieren, wirtschaften, ist es ja auch klar, dass da irgendwann der Prozess einsetzt, in dem das alles als natürlich wahrgenommen wird. Und deswegen kann man das eben auch so gut diesen negativen Aspekten als aufgesetzt, als künstliche Aspekte gegenübersetzen. Und das ist eben auch das, wo ich sagen würde, hier steckt wirklich der gefährliche Kern von verkürzter Kapitalismuskritik drin. Und das ist ja auch wirklich eine Sprache, die habt ihr sicherlich schon häufiger gehört oder vielleicht auch Positionen, die ihr mehrfach gehört habt, die so vertreten werden. Das mit dem Finanzkapital, mit den Banken, mit Versicherungen und dieses ganze Zinseszins und so, das ist doch alles irgendwie ein künstliches Konstrukt und das hat doch nichts damit zu tun mit irgendwie wir hier in unserem kleinen mittelständischen Betrieb, wir schaffen doch wirklich noch Werte für die Gesellschaft, für den deutschen Staat, wir wirtschaften doch noch wirklich und die schöpfen den ganzen Gewinn ab, also da weiß ich nicht genau, was ich davon halten soll. Also vielleicht sollte man sich dem allem so ein bisschen bereinigen. Und das ist dann wiederum eine Position, die natürlich anschlussfähig immer für explizit auch sich antisemitisch organisierende Bewegungen ist. Oder es kann auch immer wieder einfach eine Position sein, die dann vielleicht von größeren, in Anführungszeichen, Volksbewegungen aufgegriffen wird, die dann eben genau damit das dann auch wieder in eine antisemitische Richtung lenken können. Und da finde ich dann auch diesen Vorwurf angebracht, wenn man es erstmal analytisch feststellt, dass das strukturell eben diesen Mustern des modernen Antisemitismus folgt. Was da nicht rausfolgen darf, ist das, was wir auch schon gesagt haben, eben moralischer Vorwurf den Leuten gegenüber. Sondern was man eigentlich machen sollte, ist verstehen, wie funktioniert das, wo ist das anschlussfähig für solche Positionen und da dann eben gegen argumentieren. Weil das muss man wirklich da auch am Ende nochmal sagen. Sowohl das mittelständische Unternehmen als auch das Finanzkapital sind integrale Bestandteile des Kapitalismus. So wie er sich jetzt entwickelt hat, funktioniert er weder ohne das eine noch das andere. Sie sind alle wichtig für das Wirtschaften in den Staaten und dann auch den globalisierten Handel. Und deswegen sollten wir nie da irgendwie so einer Illusion verfallen von eben dem natürlichen Teil des Kapitalismus und dem künstlichen, sondern wir müssen immer einfach das so denken, dass das alles Teil des gleichen Systems ist. Mir geht's hier nicht darum, weil ich möchte jetzt nicht, dass irgendwelche bekackten Anti-Idees irgendwie denken, ich möchte sie jetzt da drin bestärken, dass ich sage, irgendwie so moralischen Vorwurf von, ach ja, die scheiß deutsche Gesellschaft und sowieso auch alle anderen muslimische Communities, alles furchtbar antisemitisch und da kann man ja nichts mit anfangen. Nee, ich möchte einfach damit sagen, dass das ist das, womit wir arbeiten werden müssen. So. Und das ist einfach das, was wir dabei im Hinterkopf behalten. Und ich würde auch sagen, aus dieser antikapitalistischen Grundhaltung, wie Antikapitalismus sich vor allem in dieser Gesellschaft und auch in den allermeisten Staaten dieser Welt ausformuliert, entstehen ja auch noch ganz viele andere für unsere Bewegung eben schädliche Aspekte. Beispielsweise diese verkürzte Kapitalismuskritik bildet ja auch häufig eben den Grund für die Hoffnung, die in parlamentarische Bewegung gesetzt wird. Von einer Revolution innerhalb des Systems, wenn man eben sagt, okay, vielleicht können wir dann doch wirklich irgendwie demokratisch-sozialistisch die negativen Aspekte des Kapitalismus einfach wegstreichen und irgendwie, keine Ahnung, große Banken enteignen, große Konzerne enteignen und da machen wir hier eine prudensche Marktwirtschaft mit irgendwelchen kleinen, süßen, mittelständischen Unternehmen oder sowas. Das findet sich ja immer wieder und das funktioniert halt so gut, weil es ein Antikapitalismus ist, der sich so wunderbar innerhalb des Kapitalismus verwirklichen lässt, der immer wieder eingebunden werden kann in seine parlamentarischen Prozesse, in seine Prozesse sozialer Bewegung. Und das ist auch nochmal ein Aspekt, der halt daran so gefährlich ist. Nicht einfach nur, dass morgen aufgrund von, oh nein, das scheint ja dann irgendwie zu heißen, dass die ganze Gesellschaft anschlussfähig für modernen Antisemitismus ist. Dann, furchtbar, wenn wir irgendwas zu Schlimmes sagen, gibt's dann morgen in jeder Stadt irgendwie einen Pogrommob, der jetzt versucht, die Schuldigen da auszumachen. Nein, aber das sind alles verschiedene Aspekte, zu dem eben diese Grundstimmung führt. Und ich denke, das ist auch ein ganz zentraler Punkt, wo wir dann auch aus dieser verkürzten Kapitalismuskritik-Debatte etwas für uns dann halt auch ziehen können, dass man eben
klar macht, wenn du anfängst, in der Linken aktiv zu sein, wenn du beginnst, dich zu organisieren und in sozialen Bewegungen zu kämpfen, dann brauchst du nicht unbedingt von Anfang an das tiefste Verständnis und musst dich irgendwie in 3000 Semester Marx einlesen und so weiter. Es ist einfach nicht notwendig für den Anfang, würde ich sagen, und auch falsch, das als Anspruch in irgendeiner Form aufzustellen oder so, weil das wäre ja halt ja wieder dieses total abgehobene und diese große Hürde, die man dann letztendlich mitbringen muss, um überhaupt anerkannt zu sein als Person, die halt eben für ihr Leben kämpfen möchte. Und das wäre natürlich falsch. Aber es gibt, denke ich, schon irgendwann den Punkt, wo man also vielleicht einige Jahre aktiv ist, wo dann halt auch der Moment irgendwann kommen sollte, dass man eben sich tiefergehend analytisch mit dem Kapitalismus in diesem Fall dann eben auch auseinandersetzt und wo dann diese Debatte um verkürzte Kapitalismuskritik auch für uns als Linke eben dann produktiv sein kann, dass man dann auch gezielt, wenn man das beobachtet, dass in der eigenen Struktur, in den sozialen Bewegungen vielleicht Genossinnen aktiv sind, die schon seit einigen, die eigentlich relativ gefestigt sind in ihrer linken Einstellung, dass aber einfach, wenn es dann darum geht, die auszuformulieren, also wenn es dann wirklich darum geht, konkret auszuformulieren, wie denn dieses System aussieht und natürlich auch, wie man, was man, wo man halt hin möchte und so weiter und da halt eben Lücken entdeckt. Also dann zum Beispiel, wenn es eine Genossin oder ein Genosse halt eben schwerfällt zu beschreiben, was den Kapitalismus denn ausmacht, dann ist das ein guter Zeitpunkt, um dann zu sagen, gut, dann lass uns doch einfach vielleicht mal einen Workshop zu dem Thema machen, um ein tieferes Verständnis vom Kapitalismus auch dann zu erreichen und das dann eben nicht mehr so nur aus dem Bauch heraus so zu argumentieren. Und da geht es auch gar nicht um Antisemitismus oder sonst irgendwas, sondern da geht es erstmal primär darum, dieses tiefere Verständnis erreichen zu können, um daraus dann eben auch eine vernünftige Praxis zu entwickeln. Und ich denke, das ist auch generell ja auch eine Sache, die uns halt auch wichtig ist, dass das eben auch dazugehört. Eine gute Praxis steht halt immer in der Verbindung mit einer guten Theorie und andersherum. Ja, und da würde ich nämlich auch sagen, dass eben in der direkten Verbindung von einfach Gesprächen, wie wir jetzt immer so schön das Phrase sagen, mit Leuten auf der Straße, mit Leuten außerhalb unserer Bewegung, mit den Massen, dann eben auch diese vertiefte Analyse des Kapitalismus sich eben auch einverleiben muss, um das einfach darzustellen. Weil genau wie du es gesagt hast, wie viele Leute habe ich eben mitbekommen, die dort ins Schwimmen kommen? Das ist auch, glaube ich, ein Problem, weswegen wir dann so häufig gegenüber reaktionären, antikapitalistischen Bewegungen dann auch schnell mal versagen können, in dem, wie wir es darstellen. Weil oder Befürwortern vom Kapitalismus. Ja, oder Befürwortern vom Kapitalismus. Weil wir eben dann als das, also nicht weil wir, sondern weil viele Leute dann eben als das Einzige, was sie dann irgendwann für sich übernehmen, aus so einer Beschäftigung dann eben mit verkürzter Kapitalismuskritik und auch dem Versuch, sich so ein bisschen vertieft mit Kapitalismus zu beschäftigen, dann einfach nur rausziehen, ja, ach, furchtbar, das ist ja alles irgendwie viel abstrakter, als ich gedacht hätte und schwierig. Und dann behält man einfach nur diesen Grundhabitus von, und ich weiß es ja auch noch selber, dass es bei mir irgendwann der Fall war, von so einem optimistischen, einfach nur Antikapitalismus hin zu einem, beschäftige ich mich ein bisschen damit und ist ja irgendwie alles furchtbar abstrakt und das dann eben auch nach außen trägt. Nach außen trägt von, meine einzige Kritik daran, wenn jetzt jemand irgendwas Antikapitalistisches sagt, ist ja, ach komm schon, also das ist doch alles viel, viel schwieriger und abstrakter und komplexer und nee. Und das ist eben nicht das, womit wir da anknüpfen können. Das ist dann genau das, was die Leute eben nicht hören wollen. Sie wollen doch eigentlich von uns, von einer anarchistischen Bewegung, von einer kommunistischen klare Sprache und klare Antworten darauf. Und wenn du dann einfach nur entgegengeschleudert bekommst, oh, das ist ja alles irgendwie furchtbar abstrakt, ja, dann hört sich vielleicht nächstes Mal die Stammtischparole vom raffenden und vom schaffenden Kapital, von der guten deutschen Industrie und der bösen internationalen, aus Washington gesteuerten Bankindustrie gar nicht mal so schlecht an. Oder eben das Zinsverbot in der lokalen DITIB-Moschee. Puh, ja. Das scheint den Leuten dann vielleicht doch auf einmal ein bisschen anschlussfähiger als unser Gebrabbel von, es ist einfach abstrakt. Und deswegen ist es halt so wichtig, da einfach in eine tiefergehende Analyse zu gehen und nicht dabei stehen zu bleiben, zu verstehen, dass das ja alles komplexer ist, sondern sich genau anzugucken, was macht es denn eigentlich so komplex und was kann ich den Leuten dann eben auf diese einzelnen Fragen antworten? Wie viele von uns können denn wirklich den Leuten klar machen und klar sagen, und ich würde sogar sagen, ich kann das sicherlich nicht sonderlich gut verständlich, was ist denn jetzt eigentlich die Funktion, die das Finanzkapital erfüllt? Was machen die Banken denn eigentlich? Warum sind sie so wichtig für den Kapitalismus? Warum sind sie denn da? Sind sie einfach nur böse? Sind das irgendwie Leute, die sich ein
Pyramidensystem ausgedacht haben, um irgendwie Geld einzusaugen und das dann für sich zu behalten. Nee, sie erfüllen eine ganz konkrete Funktion eben von Kapital geben für die verschiedenen Industrien. Aber das müssen wir doch erstmal lernen, das dann auch verständlich darzustellen. Und das ist eben das beste Gegengift gegen so einen verkürzten und reaktionären Antikapitalismus. Ja, schön. Und ich denke, da werden wir dann in der Zukunft auch nochmal dran anschließen, wenn wir vielleicht auch mal eine Folge zum bösen Finanzwesen in dieser Republik mal machen. In dem Sinne haben wir heute eine kleine Laberfolge mal wieder gemacht, ohne jedwede Struktur, einfach nur drauf losgequatscht. Haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und kurz und knackig, wir sehen uns und hören uns im Livestream diese Woche, wie jeden Mittwoch 19 Uhr, und unterstützt unsere Arbeit auch gerne, verbreitet das Ganze, unterstützt uns mit Geld, mit allem, was ihr könnt, und tragt die Message weiter. Nehmt gerne auch einen Kredit dafür auf. Ja, und ich freue mich schon sehr auf die Diskussion im Stream. Glück auf. Glück auf.